Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy VII Remake. Ja, gerade noch gekämpft gegen Shiva und gleich zur nächsten Mission. Oh, Entschuldigung. Stopp, wo muss ich lang? Ach, ich wollte mich auch ein bisschen umgucken. Machen wir das gleich mal. Okay, das habe ich quasi mit aufgedeckt. Oh, ich gehe erstmal hier unten lang. Was ist gefährlich? Ja, das wollte ich mir auch holen. Das Waschmittel mit den Schokobos drauf. Oh, hier ist doch noch was. Naja, immerhin. Ja, das war der Arzt. Ja, das ist der Arzt. Ist was passiert? Ja. Da, wo die Kinder spielen, gab es einen Zwischenfall. Ein Mann in schwarzen Klamotten hat uns Angst gemacht. Zwei meiner Freunde sind weggelaufen. Ein Turk? Nein, sieht nicht so aus. Der wohnt hier in den Slums, hat immer so einen alten Umhang um. Ich glaube, er ist krank. Oh, und auf seinem Arm ist eine Nummer. Die armen Kinder. Ich sehe mir das mal an. Ich komme mit. Hab da so eine Vorahnung. Okay. Na, so. So eins sind wir schon mal begegnet. Mit der Nummer 49 war das, ne? Okay, sie ist jetzt auch wieder in der Gruppe. Dann können wir ihr doch vielleicht mal Shiva geben, damit das Nein. Ich glaube, leveln muss man das ja nicht. Die sind da irgendwie alle Max-Level, ne? Ah, die hat ja schon. Die hat... Ach, Schokobo und Mokri. Gut. Ja. Ja, die sind alle Max. Okay. Rennt er hier alle um? Genau, und der Alleskönner kommt. Mugi! Da bist du ja! Ich habe Aerith mitgebracht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir werden euch helfen. Und was ist mit den Monstern? Das wird schon. Cloud ist nämlich unheimlich stark. Ich war mal bei Soldat. Wo ist der Mann hin? Keine Ahnung. War plötzlich weg. Die Kinder sind jetzt ja wohl wichtiger. Hier lang. Oh, der Geheimstützpunkt ist in Gefahr. Oh, oh. Blaues Blümchen. Sag doch was. Die ist aber gelb, nicht blau. Gelbes Blümchen, rotes Blümchen, weißes Blümchen. Okay. Sorry. Kommt ihr beiden, beeilt euch. Hier sind sie rausgelaufen. Seid vorsichtig. Oh, ich rieche einen Kampf. Oder mehrere Kämpfe. Wo sie wohl hingelaufen sind? Kinder sind unberechenbar. Wir drehen am besten jeden Stein um. Oh, ich höre schon die Kampfmusik. War da nicht Eisra effektiv bei denen?
Boah, zumindest war er gleich instant tot. Okay. Habe ich den jetzt auch eine Mission abgeschlossen? Ja, da steht eine 1. Ja, habe ich. Ach, ich liebe die Final Fantasy Musik. Okay, die Karte. Okay, man sieht noch nicht so viel. Da war eine Werte. Aber ich will erstmal da lang gucken. Guck, hier gibt es schönere Kisten. Und da. Ja, ich dachte, da sei was Rotes. Ja, schon, aber keine Beschwörung. Megatrank. Ja. Gerade verbraten, gleich wieder neue. Na gut, da mal der Guten hinterher. Da kommen wir. Hier passiert auch nichts. Da drüben! Erregt keine Aufmerksamkeit. Okay. Oh, da läuft wieder eine Wehrratte rum. Lästig. Da steht noch ein Kammerjäger. Oh, die kann aber auch gut Schaden austeilen. Das hat geklappt. Nee, nee, der wollte sich gerade in die Luft jagen. Ich wette mit euch, mit dem hier müssen wir auch nochmal kämpfen. Großes Gebiet, das sieht nach Kampf aus. Ach, hat er uns gesilenced? Naja, okay, die Fertigkeiten können wir noch nutzen. Aua! Was macht der? Warum kriegen wir Schaden? Was? Okay, sie könnte ja auch mal was machen. Okay. Machen wir das doch mal. Achso, ich will nochmal durchlesen. Achso, wenn wir nicht auf Gebet warten, würde ich sagen. Jetzt können wir doch drauf. Ah, hups, ach ja, die explodieren, ja. Ich bin bereit. Und Schwertsturm. Und nochmal Schwertsturm. Oh, sagte ich doch, die kommen noch. Okay. Gebet. Machen wir doch.
Ach, hat er uns doch jetzt wieder getroffen? Ja, greif mich ruhig an. Oh, greif mich nicht an. Das tut nämlich weh, was ihr macht. Okay, jetzt ist er auch tot. Das war knapp. Ja. Dann machen wir das gleich noch zweimal. Da muss er den Helden spielen. Ja, okay, hier gibt es nichts mehr. Aber ich wette mit euch, wenn ich schon gegen die Roboter kämpfen musste, oder Schrotthaufen, die hier rumlagen, dann muss ich das nachher bestimmt auch noch. Da lagen ja auch noch welche rum. Dann komme ich nicht hoch. Ach, jetzt. Okay. War ja klar. Es ist vollbracht, werde ich auch Soldat. Das kann man aber nicht so einfach. Stimmt's, Cloud? Ich schaff das bestimmt, oder Cloud? Die Kinder haben dich echt gern. Das war echt toll. Nein. Keins von beiden. Tiefer, warte doch! Tiefer! 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 Tiefer? Was ist los? Nichts. Tiefer, ist das etwa deine Freundin? Nein. Jetzt bist du wieder sauer. Bin ich nicht. Ist nur... Ach, ist schwer zu erklären. Verstehe. Okay.
Okay, haben wir noch wieder nichts abgeschlossen? Noch nicht? Danke. Wenn wieder einmal so etwas passiert, dann sagt sofort einem Erwachsenen Bescheid, hört ihr? Hat der da ein Mini-Buster-Schwert? Hier, weil ihr uns geholfen habt. Ihr beide dürft ab jetzt in unser Versteck. Obwohl ihr Erwachsene seid. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen. Ja, das ist ja nett. Gut, ist auch quasi eine Art Mini-Buster-Schwert. Ah, fleißig üben. Aber viel gibt's ja hier auch nicht. Okay, da komme ich nicht lang. Vielleicht außenrum. Okay, geht auch nicht. Dann müssen wir wieder zurück. Keine Angst, euch passiert nichts. Warte. Ein Nachbar von mir leidet unter den gleichen Symptomen. Echt? Schau mal, sieht aus wie eine 2. Tätowiert? Da fällt mir ein. Reunion. Du hast nichts zu befürchten. Was? Der Held? Sephiroth? Ist er nicht vor 5 Jahren umgekommen? Es kam in den Nachrichten. Mag sein. Aber ich glaube, er lebt noch. Oh, verstehe. Cloud, gehen wir. Vielleicht bin ich die Gestalt aus der Sage, die... Ach, gerade wieder so Gänsehautmoment. Vor allem, wenn Eris bei uns ist. Mein Papa hat gesagt, dass der Mann im Umhang früher mal ein Soldat gewesen ist. Mein Papa hat gesagt, dass der Mann im Umhang früher mal ein Soldat gewesen ist. Hey Cloud, bist du vielleicht auf der Suche nach Arbeit? Wenn ich patrouilliere, erfahre ich nämlich die unglaublichsten Sachen. Willst du mal reinhören? Vielleicht ist was dabei. Oh, ganz unbedingt. Wir haben immerhin noch Zeit. Ich habe schon einen Job. Multitasking heißt die Devise. Ich sammle immer viele Infos. Was sehen wir da als Muck hier angezogen? Ich werde allen Leuten vom Alleskönner erzählen, Cloud. Dann findest du bestimmt mehr Arbeit. Okay, es haben wieder einige Missionen. Dann nicht lösen können. Wäre toll, wenn du uns hilfst. Na, gehen wir doch mal zum Muck-Händler. Könnt mich sehen, Kupo? Dann müsst ihr auserwählt sein. Und in dem Fall, willkommen in meinem Laden, Kupo. Mein Name ist Mogi, Kupo. Mogris sind Fabelwesen. Kennst du denn nicht die Abenteuer von Mog, dem Mogri? Da geht es um ein kleines Waldwesen namens Mog. Der macht einen Laden auf, um alle glücklich zu machen. Und ich will genauso werden wie Mog und habe darum einen Laden eröffnet, Kupo. Mogris können nur von Menschen mit reinem Herzen gesehen werden, Kupo. Und warum? Kann ich dich dann sehen? Dazu habe ich nichts zu sagen, Kupo. Jedenfalls gibt es in meinem Laden nur Schätze und Raritäten, Kupo. Bei mir kannst du Mogli-Medaillen eintauschen, Kupo. Aber erst musst du meinem Club beitreten. Okay. Ach, das war ein schöner Mitgliedsausweis. Okay, dann... hol ich mal die Mitgliedskarte. Komm vorbei, wenn du Mogi-Medaillen hast, Kupo. Und was machst du dann mit all den Medaillen, Mogi? Ich mache mit ihnen alle Menschen glücklich. Ist doch Kupo klar. Das ist immerhin meine Pflicht als Mogi. Verstehe. Wie Mog in der Geschichte.
weiter so. Alles Könner. Klar. Und was machen wir jetzt? Motiviert wie immer, was? Na, was denn sonst? Das hier ist aber kein Vergnügen, sondern Arbeit. Richtig. Und für Arbeit muss man immer maximal motiviert sein, Cloud. So kann man es natürlich auch sehen. Na, warum machst du es dann nicht einfach? Ist echt nicht schwer. Ja, aber ich spreche dir nochmal an. Vielleicht hat er jetzt neue Sachen. Oh, ja. Na, das hole ich doch mal, das ist auch billig. Ach, 14 Stück habe ich. Ne, wie viel habe ich denn? Achso, davon habe ich 14. So rum. Silberstab. Ja. Aber wo steht denn wie viel? Ich habe, ach, da unten links 16. Silberstart. Ach so. Ah, das ist wohl schlechter als das, was Aeros hat. Ja, dann hole ich die mal nicht. Okay, doch einen hole ich für die Sammlung. Windheitstuch. Okay, auch ein Emblem der Erlösung. Ja, auch eins. Friedhofsschlüssel. Das nehme ich doch. Okay, was ist das? Oh ja, gerne, gerne, gerne. Das ist wahrscheinlich für Barrett, oder? Ja, Barrett, Tifa und Aerith. Oh, ich habe keine 5 mehr. Danke für deinen Einkauf, Kupo. Mit deiner Hilfe konnte ich schon einige Medaillen sammeln. Mit denen kann ich jetzt viele Menschen glücklich machen, Kupo. Klingt gut. Cloud, sei doch nicht immer so verkrampft. Gut, dann zeig, was du kannst. Mach mich glücklich. Ich will Spaß haben und lachen. Dafür bräuchte ich noch viel mehr Medaillen, Kupo. Oh nein, dann müssen wir schnell noch welche suchen gehen, Cloud. Viel Erfolg, Kupo. Ja, ich investiere erstmal meine Punkte. Das hat ja auch noch 45 mit. Ups. Silberstab. Habe ich zwar nicht ausgerüstet, aber ich verteile einfach mal die Punkte. Okay, was haben wir hier? Eiselement, Blitzelement, Windelement. Einfach mal das genommen. Okay, Cloud hat noch was dazu bekommen. Gucken, was für das Panzerschwert. Oh, haben wir jetzt 4 Kerne? Das ist nett. Hier hatte ich auch alles. Hier nicht. Machen wir es mal hier, würde ich sagen. Was ist denn? Oh, mit Herslot. Und TP. Das gleiche in grün mit der Eisenklinge. Aha. Oh, gleich 12 Stück.
die wir brauchen. Aber dann hole ich mir gleich die Materie aus, würde ich sagen. Ah, da war er. Also wir haben Heilen, wir haben Frost, wir haben Glut. Dann mache ich die Glut hier rein. Was mache ich denn hier rein? Effizientes Blocken. Vielleicht mache ich das einfach. Oder Erstschlag. TP, MP Boost. ATP Boost. Wäre auch nicht alles schlecht. Aber ich mache mal effizientes Blocken. Okay, jetzt haben wir noch die Karte mit reichlich Missionen. 2, ja. Dann gehen wir mal raus aus dem Versteck. Achso, erst einen Bericht abgeben, würde ich sagen. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Dann zeig mal her. Stehlen, oh. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Okay, was Neues habe ich da nicht zubekommen? Also, und ich wollte zu der Mission gehen, die hier oben ist. Der sieht schon komisch aus. Ich wurde von 5 Kampfmaschinen von Shinra verfolgt. Sahen aus wie Augäpfel. Sie sind in die Seitengasse verschwunden. Aber wer weiß, wann sie wiederkommen. Deshalb brauche ich jemanden, der sie ausschaltet. Ich übernehme das. Ich danke dir. Vielen Dank. Die Dinger riefen, Eindringling lokalisiert, und stürmten in die Seitengasse. Sei bloß vorsichtig. Ach, kein Problem für den Alleskönner. Randalierende Waffensysteme. Na gut. Okay, muss hier nach rechts. Dann gehe ich hier nach rechts. Aber ich glaube, ich sollte mich eigentlich auch mal heilen. Oder? Nö, okay, sind quasi geheilt. Ach, diese Musik von diesem Level. Habe ich damals so oft gehört. Da hatte ich in dem Abschnitt immer ein bisschen Level gefarmt. Meint ihr das da oben? Zielbereich. Okay. Komme ich dann nach oben? Bloß, wo ist er hin? Das ist bestimmt in die andere Richtung. Okay. Armselig. Keine Chance. Und alles Wasser. Ja, gut, dass wir beide gleich getroffen wurden.
Hier lang? Überlass das mir. Ich mach auch nichts. Ich bin hier. Wird's bald? Ah, da ist gleich noch mehr. Gute Arbeit! Okay, hier kommen wir noch zu diesem Bahnhof, oder nicht? Sind wir noch im Zielbereich? Nee, da sind wir schon raus. Oder? Ja, ne? Sind wir raus. Dann nochmal zurück. Sie könnte uns mal heilen mit Gebet. Und nochmal Scherzsturm. So. Ah, jetzt sind wir auch die Mission abgeschlossen. Achso, der hat gerade so ein Schild an. Nicht an, aber aktiviert. Okay, das war's. Weiter geht's. Ach, gibt's hiervon noch mehr? Okay, ist anscheinend doch weg. Hier war sonst weiter nichts, oder? Oder können wir jetzt vielleicht dahin? Ah, da muss ich erstmal runtergehen. War hier nicht eine Leiter? Ach, da bin ich ja gekommen, ne? Aber ich glaube nicht, dass das der Friedhof ist. Also wo ich vorhin oder gerade den Schlüssel bekomme. Sondern wahrscheinlich das andere. Okay, ich probiere es nochmal. Okay, leider nicht. Oh, eine Mokri-Medaille. Stopp. Okay, doch nicht stopp. Dann nehme ich direkt den ganzen Müll mal mit.
Muss ich da jetzt hin? Okay, ich muss mal zurücklaufen. Oder sind wir hier doch noch nicht durch? Steht der Zielbereich noch? Na gut. Dann laufe ich hier doch noch weiter. Okay, hier ist immer noch nichts. Okay, wir sind immer noch im Zielbereich. Okay, hier sind nochmal welche. Wir müssen hier durch. Ja, wir haben es leider eilig. Für den Willen. Nervig. Kann er nicht einfach stehen bleiben? Oh, sie wurde dann ganz schön angeschlagen. Okay, jetzt sind wir fertig mit dem Auftrag. Ja, da kehre ich erstmal zurück. Das Gebiet kennen wir ja schon.
Da bist du ja. Ich habe schon von deiner Heldentat gehört. Shinra-Roboter, die sich in die Slums verirren. Daran kann nur die Explosion im Mako-Reaktor schuld sein. Die dachten bestimmt, sie patrouillieren noch im Reaktor und haben mich daher als Eindringling identifiziert. Gut möglich. Fast tun sie mir leid. Konnten nur tun, wozu sie programmiert wurden. Aber hey, was erwarte ich auch von Shinra? Deren Gardisten sind ja nicht anders. Was weißt du schon? Na, jedenfalls wäre der Fall damit gelöst, oder? Und wenn Sie wieder ein Problem haben, wissen Sie ja jetzt, an wen Sie sich wenden können. Natürlich. Es war wirklich ein Glück, dass ich euch begegnet bin. Ihr habt mich gerettet. Vielen Dank für eure Hilfe. Hey, kann ich dich vielleicht um noch einen Gefallen bitten? Vor dem Waffenladen sitzt ein älterer Herr, der ziemlich geknickt aussieht. Sprich ihn doch mal an. Könntest du mal mit dem alten Mann vor dem Waffenladen reden? Ich schulde ihm was. Den alten Mann bedrückt was. Ich bin mir sicher, dass du ihm helfen kannst. Okay, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Klickt auf die Glocke, vergesst nicht zu abonnieren. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.